Das Leopold-Museum präsentiert den humorvollen und zeitkritischen Künstler Karl Spitzweg, der mit seinen Arbeiten den Spießbürger des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Zusammen mit den kulturkritischen Werken des gegenwärtigen Bildhauers und Fotokünstlers Erwin Wurm setzt sich die Ausstellung aus rund 100 Werken zusammen. Ich begrüße zu Gast bei Global Art Fair heute Erwin Wurm bei der Ausstellung Köstlich Köstlich. Guten Abend. Könnten Sie ein paar Worte sagen zu dem Aufbau der Ausstellung? Wie wurden die Werke ausgewählt, beziehungsweise ergänzen sich jetzt Ihre Werke mit denen von Karl Spitzweg? Also ich wurde angefragt, ob es mich interessieren würde, diese Ausstellung zu machen. Ich habe zuerst abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, Spitzweg ist mir zu langweilig, Biedermeier, Bieder, Bieder. Und dann hat man mich darauf hingewiesen und gesagt, schau mal, schau dir das mal genauer an. Dann habe ich genauer hineingeschaut, gemerkt, das ist ganz sehr interessant eigentlich, weil er sehr subversiv, politisch, damalige Zeit, Kritik geübt hat, aber natürlich versteckt, weil es ja schwierig war. Es hat auch die Zensur gegeben und all das. Und dann sozusagen bin ich hineingewachsen und fand das gut. Die Zusammenstellung hat der Kurator hier, der Wipplinger, gemacht und ich habe quasi, war beratend zur Seite, aber er hat die Ausstellung kuratiert. Was verbinden Sie als Künstler? Naja, also da ich ja auch so interessiert bin an politischer Subversion und Gesellschaftskritik, und aber nicht mit der Faust, sondern eben anders, nicht so vordergründig, sondern eher hintergründig. Und da gibt es sicher gewisse Parallelitäten, die sich dann, wenn man sieht, auch gegenseitig noch verstärken und unterstützen. Könnten Sie etwas genaueres zu einem Werk, ein Werk, worauf Sie sehr stolz sind, hier in der Ausstellung sagen? Es gibt zum Beispiel drüben dann das Selbstporträt als Essiggurkerl, wo diese vielen Gurken stehen, und daneben gibt es das Bild, das bekannte Bild von Spitzweg, der Kakteenliebhaber. Da steht er vor einem Kaktus und beugt sich vor, und der Kaktus streckt sich ihm so entgegen und er blüht sogar. Man hat das Gefühl, durch den Anblick des Kakteenliebhabers erblüht der Kaktus. Das ist fast ein sexueller Akt und das finde ich super interessant. Verstehe. Noch eine Frage zu Biennale. Also wie war das, die ersten Gedanken, die Sie hatten, nachdem Sie erfahren haben, dass Sie die 57. Biennale in Österreich repräsentieren dürfen? Was war der erste Gedanke? Ich habe mich gefreut. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, schwierig, weil der Pavillon ja nicht einfach ist. Das ist ja ein Hoffmann-Bau, aber in den 30er Jahren gebaut, und er ist sehr nahe der italienisch-faschistischen Architektur, zumindest zum Teilweise, was die Form betrifft. Und auch ist der Raum lange und hoch, also schwierig, schwierig, aber ich probiere, tue mein Bestes, versuche mein Bestes. Das heißt, Sie dachten zuerst an den Raum, wie Sie da die Information bekommen haben, oder? Na, ich habe auch gedacht, wir sind ja zu zweit eingeladen worden, und man hat mich gefragt, stehen Sie da zur Verfügung? Ich habe gesagt, ja, wenn ich den Raum bespielen kann, sehr gerne. Und wir haben uns dann so geeinigt, dass die Brigitte Kovans hinten einen neuen Raum dazu gebaut hat lassen. Und insofern stören wir uns nicht. Ja, es gibt keine Gruppenausstellung. Was wichtig ist, wir haben miteinander wenig zu tun in der künstlerischen Arbeit. Es gibt jetzt zwei Parallelausstellungen, und das ist alles okay. Sie haben ja auch eine gemeinsame Ausstellung mit anderen Künstlern zusammen, die Sie dann bei der Biennale präsentieren. Ja, das ist, es gibt sogar zwei andere noch. Ich weiß nicht, schauen wir mal, wie das wird. Verstehe. Ja, vielen, vielen Dank und gratuliere nochmals. Danke.